Hallihallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video zu unserem Adventskalender basteln. Wie jedes Jahr mache ich einen neuen Adventskalender für meine Kinder. Dieses Jahr sind es sogar zwei Adventskalender. Es folgen diesen Monat richtig viele Videos. Also seid dabei und wer meine alten Adventskalender-DIYs nicht gesehen hat, der kann unten in der Infobox die Playlist anklicken. Da findet ihr alle Weihnachtsvideos von den letzten Jahren. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Gebt uns gerne einen Daumen hoch und ein Abo, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Wir fangen an mit dem Inhalt. Wir haben ganz viele unterschiedliche Dinge für beide Kinder besorgt. Überwiegend Snacks und Star Wars Lego. Das, was Noah gerne mag. Ein paar neue Snacks sind eingezogen, und zwar die von Die kleine Küche. Dinkelkekse, Rosinen und Aprikosen. Die sind super lecker. Dann gibt es ein paar Spielzeuge für Nyla und noch ein paar andere Snacks für die Kinder im Doppelpack natürlich. Und dann habe ich noch ein interessantes Büchlein gefunden für die Badewanne. Das fand ich ganz süß. Ja, und diesen Kalender, den fertigen, gab es schon bei Sostrene Grene. Da bin ich super dankbar, dass ich den gefunden habe. Da kann ich nämlich die Lego-Figuren ganz toll verstauen. Und hier seht ihr nochmal alles im Überblick. Es gibt ein Heftchen von Lego. Es gibt mehrere Figürchen, die sind schon verstaut. Und ein paar größere Sets zum Bauen. Die kann ich euch unten gerne in der Infobox verlinken, was wir ihm da genau gekauft haben. Und los geht's mit Noahs Adventskalender. Ihr seht, hier sind schon die einzelnen Lego-Figürchen verteilt. Die sind noch gar nicht gebaut. Das kann Noah dann gerne machen. Das freut ihn nämlich ungemein. Und ja, André hat so einige Figürchen besorgt. Den Rest verpacke ich in Tüten. Die sind von Sostrene Grene. Und da fangen wir an mit diesen Tütchen. Die passen auch ganz wunderbar in den Adventskalender. Einige aber nicht. Das heißt, ich packe sie dann in diese Papiertütchen und rolle sie einmal kurz ein. Und klebe sie zu. Und dann bekommt jedes Tütchen ein Sticker. Und die Sticker sind auch von Sostrene Grene. Allerdings kleben die jetzt nicht so wunderbar. Da muss man noch ein bisschen Uhu benutzen. Auch einen Tee gibt es für die beiden. Natürlich teilen sich die Kinder ihre Snacks. Und ich verpacke das jetzt einfach mal für Noahs Adventskalender. Aber Nyla kriegt das ebenso zu trinken. Dann werden die Tütchen noch ein bisschen verziert, sofern es die Sticker zulassen. Und ja, im Nu waren dann auch alle meine 24 Türchen fertig. Das ging richtig schnell. Am Ende geht es noch ans Dekorieren. Wir haben uns dabei gedacht, dass wir nur eine Art Präsentkörbchen machen, ein Adventskörbchen. Und dieses Körbchen trägt sogar seinen Namen. Da kommt alles rein, was wir natürlich hier gebastelt haben und auch noch ein paar schöne Zweige vom Blumenladen meines Vertrauens. Ein paar frische Eukalyptuszweige, wie zum Beispiel in Grün, in Rot oder in Weiß angesprüht. Das fand ich ganz passend und total schick. Auch wenn die getrocknet sind, sehen die ja total toll aus. Und deswegen dachte ich, Eukalyptus würde prima dazu passen. Um die Pflanzen zu fixieren, habe ich Pflanzenklebeband besorgt. Die gibt es bei Amazon, habe ich unten verlinkt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Noah das ganze Körbchen zeigen möchte oder es irgendwo hinstellen möchte. Oder ihm pro Tag ein Tütchen in die Hand gebe oder auf seinen Tisch lege, weil er ist so ein kleiner Adventskalender-Plünderer. Da muss ich mir noch mal ein paar Gedanken zu machen, aber es wäre schon schön, wenn er den ganzen Korb sehen würde, weil ich den total schick finde. Da kann man natürlich dekorieren, wie man möchte. Und da hat deine Kreativität keine Grenzen. Kommen wir zum zweiten Adventskalender. Da brauchen wir einen 2-Stick-Rahmen. Die habe ich auch bei Amazon gekauft. Für den Kleinen habe ich leider keine Verwendung. Und dann ein Blumenklebeband, ein Locher, ein Draht und ein paar schöne Schnüre. Und da kommt auch der Locher zum ersten Mal zum Einsatz. Hier werden Löcher eingestanzt für die
Bänder zum Aufhängen. Auch hier habe ich die Klebebänder von Zoss drin, die nicht besonders gut kleben. Für den Nikolaus gibt es für Nyla eine Toni, die haben wir selber besprochen. Die haben wir einfach mit Musik bespielt. Ja, und dann ging es einfach nur ans Einpacken, das ging relativ fix. Und ja, es gibt ganz viele tolle Snacks für Nyla. Und wir haben auch uns überlegt, dass sie extra keine großartigen Spielsachen bekommt, weil sie spielt eher eigentlich nur mit Noahs Sachen. Und deswegen gibt es viel mehr zum Snacken. Auch hier habe ich mir ein paar schöne Eukalyptussträucher zur Hand genommen und den Stickrahmen damit schön gemacht. Ich muss sagen, es ist einfacher, zuerst die Päckchen ranzuhängen, bevor du das Grün mit Draht ranbindest. Wie ihr seht, habe ich natürlich auch hier dann ein paar Schwierigkeiten gehabt, die kleinen Tütchen anzubringen, als das Grün schon dran hing. Überlegt euch das genau, zuerst die Päckchen ranzumachen, bevor irgendwas anderes raufkommt. Auch Nyla hat hier ihren Namen drauf bekommen. Ich fand das ganz schön. Natürlich ist der Ring nicht groß genug, um 24 Tütchen ranzuhängen. Deswegen wird es einfach zwei davon geben. Sieht auch als Deko schön aus, also schadet es nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Klickt auch gerne in die anderen Adventskalender-Videos und gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir, wie ihr die Kalender findet und was in eure Kalender kommt. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis zum nächsten Video. Tschüss!